Wunderschönen guten Tag. Heute geht es ums Batch Painting. Also mit anderen Worten, wie bemale ich ein ganzes Rudel Figuren relativ schnell? Zum Beispiel eine Space Marine Legion oder ein Chapter, wie auch immer. Vorbereitung ist da die halbe Miete und deswegen sollte man die Figuren, soweit es geht, zusammenbauen. Bei diesem Space Marine hier habe ich eigentlich nur den Bolter weggelassen. Anschließend klebe ich jede Figur, wohlgemerkt ohne Base, auf irgendeine Art von Halterung. Ob das jetzt ein Korken ist oder so wie hier ein Styroporklotz, macht im Grunde keinen Unterschied. Hauptsache, ich kann die Figur am Schluss vernünftig handeln. Die Figur kann man entweder mit doppelseitigem Klebeband ankleben oder mit Patafix. Wichtig ist, dass man jede einzelne Figur immer auf denselben Schritt hält. Das heißt, es werden erstmal sämtliche Figuren, die man so bemalen will, zusammengebaut. Und dann werden sie alle auf ein Base geklebt. Und dann geht's ans Grundieren. Muss man sich so vorstellen, man hat auf der einen Seite 30 Space Marines, nimmt den einen, grundiert, stellt ihn auf die andere Seite, nächsten, grundiert und so weiter. Und so arbeitet man sich einmal komplett durch jeden Step durch. So lange, bis jeder Space Marine grundiert ist. Die Space Marines hier sind aus der Betrayal at Kalth Box und die Bolter kann man dann da schön im Sprue lassen, so wie hier. Dann halten die nämlich schön und man kann sie so an der Stange grundieren und dann einpinseln und so weiter. Und erst ganz am Schluss werden sie abgeklipst und auf die Figur geklebt. Und wenn man den einen Arbeitsschritt bei allen Figuren durchgemacht hat, dann nimmt man sie sich wieder vor und macht den nächsten Schritt. In diesem speziellen Fall werden sie jetzt hier gelb grundiert. Und so arbeitet man sich Schritt für Schritt durch die Space Marine Horde. Was ihr nach Möglichkeit vermeiden solltet, sind Arbeitsschritte, die ihr sozusagen nur an einzelnen Modellen macht. Also fangt jetzt nicht an, bei einem Bolter die Highlights zu ziehen oder bei einem Marine die Kanten-Highlights und dann beim nächsten wieder nicht. Weil dann fangt ihr an, so rumzuhantieren mit den Figuren, dann ist der eine halb fertig, der andere dreiviertel fertig. Das kostet viel zu viel Zeit. Wenn es dann an die Feinarbeiten geht, nimmt man sich eine Farbe und arbeitet sämtliche Modelle mit dieser einen Farbe durch. Jetzt das Silber für die Bolter und das ist jetzt schwarz bei meinen Imperial Fists. Also da wird halt einfach jede Figur genommen, alles, was irgendwie schwarz sein muss, schwarz bemalt und dann auf die andere Seite gestellt. Im Grunde ist es eigentlich genau das, ja, also schön der Reihe nach, wie am Fließband für alle Figuren einen Arbeitsschritt beenden und dann mit allen Figuren den nächsten Arbeitsschritt machen. Und so arbeitet man sich dann einfach durch, bis man fertig ist mit allen. Viel mehr gibt es zu dem Thema eigentlich auch schon nicht mehr zu sagen, außer noch ein kleiner Ratschlag von mir. Gerade bei Massenarmeen malt sie ordentlich, aber übertreibt es nicht damit. Also wenn wir jetzt wirklich so von Space Marines reden oder so und ihr habt da so 30 oder 40 oder so, malt die ordentlich, aber macht nicht jedes Detail und fangt nicht an mit handgemalten Battle Damages oder sowas. So Spielereien sollte man sich meiner Meinung nach für Charaktermodelle aufheben oder für Anführer oder für sonst irgendwas. Aber am Schluss ist das alles eure Entscheidung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, morgen, whatever. Tschüss und auf Wiedersehen.